Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Java-Serialisierung. Im letzten Video habe ich mich praktisch nicht getraut, Ihnen das alles live vorzukodieren, weil das zu viel Aufwand war. Ich hatte gesagt, so ungefähr selbstgebastelte Serialisierung, so 2 Stunden vielleicht mit Suche nach Fehlern. Das Java-Serialisierungsbeispiel kann ich Ihnen komplett von Null an vorprogrammieren, weil das sehr, sehr einfach zu machen ist, aber nur für Java zu Java funktioniert. Die Java-Serialisierung gibt es seit Java 1 eigentlich in der Sprache drin. Also gab es eigentlich schon immer und ist sehr leicht zu verwenden, aber wie gesagt, mit gewisser Vorsicht zu genießen. So, ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Ich habe mir hier mal einen Programmrahmen von dem anderen Beispiel kopiert und habe hier nochmal 2 Customer, mein Barney Geröllheimer und den Fred Feuerstein, erzeugt. Sie sehen es vielleicht hier. Ich mache das mal vielleicht zweizeilig. Und jetzt beschwert er sich natürlich zu Recht, weil die ganzen Klassen in dem Beispiel nicht da sind. So, also erzeugen wir jetzt erstmal die Fachklassen. Das ist mit ein paar Mausklicks gemacht. Da müssen wir jetzt gar nicht viel tun dafür. Und dann haben wir schon mal den Customer und die Adresse drin. Also Project. Ich bin hier bei Java sehr und dann Main und mache jetzt hier File, New Class, Customer. Das geht jetzt wirklich schnell wie das Brezelbacken. Das heißt, ich überlege mir, was für Attribute sollte haben. Private, damit fangen Sie ja immer an. Long ID, Private, String. So. Machen wir schnell noch die Adresse, um dann den Syntax wieder zu beheben. Also File, New, Class, Address. So. Was haben wir bei einer Adresse? Private, String, Street. So, Rest generieren wir uns. Ich drücke Alt, Einfügen. Also Alt einfügen und dann bietet er mir eigentlich alles an, was ich erzeugen wollen würde. Konstruktor, ich erzeuge mir zunächst den leeren Konstruktor. Und der IntelliJ ist jetzt ein bisschen zu intelligent. Also ich finde das hier eher behindernd mit diesen Related Problems. Das muss ich bei Gelegenheit nochmal abstellen. Das schaffe ich mir jetzt vormals. So, jetzt mal wieder Alt einfügen, Konstruktor. Und dann mache ich noch einen mit allen Attributen, damit ich meine Beispiele programmieren kann. Da sage ich Alt einfügen, Getter und Setter. Man weiß ja nie, was man die braucht. Dann wollen wir sicherlich noch eine String-Ausgabe machen. Alt einfügen, toString. Und eigentlich müsste man noch ein Equals und einen Hashcode generieren. Das spare ich mir jetzt aber. So, jetzt haben wir den Customer erzeugt. Auch da wieder gleiches Spielchen. Alt einfügen, Konstruktor, Default-Konstruktor. Alt einfügen, Konstruktor, Konstruktor mit allem. Und wie bei der Adresse auch, Alt, Alt einfügen, Getter und Setter. Da haben wir auch alles. Und ich mache hier Alt einfügen, toString. Auch das gibt es inzwischen ein bisschen schöner. Also gibt es ja Bibliotheken, die einem sozusagen bei diesem sogenannten Boilerplate-Code unterstützen. Aber das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. So, jetzt haben wir also Java, das müsste das eigentlich kompilieren. Genau, und also jetzt haben wir meine beiden Customer-Objekte und die sollen jetzt die Festplatte geschrieben werden. Wie geht das? So, also das heißt, jetzt haben wir schon ein paar Minuten verbraten, nur um die Fachobjekte zu erzeugen. Wie geht jetzt die Serialisierung? Das geht jetzt sehr einfach. Und zwar, ich mache beim Customer ein Marker-Interface dran. Diesmal ist es echt ein Marker-Interface. Ich muss sonst nichts weiter tun. Hier sage ich einfach Implements Serializable. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das Serializable aus Java.io nehme. Sie sehen hier schon, ich habe hier alle möglichen selbstgebastelten Implementierungen drin. Die sind nicht gemeint. Also Serializable aus Java. Und dasselbe bei der Adresse. Ah, das lassen wir mal. Genau, wir lassen es mal versehentlich. Hups, wir lassen es mal versehentlich weg und passieren mal, was passiert, wenn wir so einen schreiben wollen, der nicht serializable ist. So, das heißt, das war es eigentlich schon. Jetzt können wir es schon schreiben. Jetzt müssen wir irgendwie eine Datei aufmachen. Auch das geht wieder rasend schnell. Wir machen ein Output Stream. Out gleich. Files
Punkt. New Output Stream und paths.get. Und da machen wir mal customer.ser oder sowas. Path kennt er noch nicht. Also das ist wirklich sehr nett, weil das die, also da hat Java 7 schon einiges bereitgestellt, um damit gescheit zu arbeiten. So, jetzt haben wir schon mal einen Output-Stream bereitgestellt. Jetzt sagt er hier Unhandled Exception, IO Exception, wonach schreit das? Ressourcenbehandlung. Das heißt, dann machen wir das mal gleich am Anfang, dass das gescheit funktioniert. Try. Jetzt machen wir natürlich ein Try with Resources, wie man das so macht als guter Ingenieur. Programmiere ich jetzt mal von Hand, hätte auch ein Surround with Try Catch machen können. Catch IO Exception X. Und jetzt wollen wir da natürlich eine gescheite Fehlerbehandlung. Ich habe, Sie sehen, hier oben habe ich schon den Logger eingebaut. Log.log Level Severe X.get Message, X. So. Jetzt haben wir schon mal einen Programmrahmen. Und das heißt, was müssen wir jetzt tun, um unsere beiden tollen Customer in diesen Datenstrom reinzuschreiben? Das ist jetzt recht einfach. Wir machen Folgendes. Ich sage, ich brauche dafür einen Object Output Stream. Das heißt, den erzeuge ich mir jetzt hier. Also das ist sozusagen das, was ich jetzt wirklich für Java Serialisierung brauche. Ein Object Output Stream. Out ist gleich New Object Output Stream. Und jetzt nehmen wir wieder das Decorator Pattern. Das kennen Sie aus den Videos vorweg. Da hängen wir jetzt einfach den Ausgabestrom rein. Und jetzt ist es ganz einfach. Ich sage hier einfach OOut.write. Und zwar nehme ich hier mein Customer C1. Write Object natürlich. C1, OOut, write object, C2, Feierabend. So, das war's. Das heißt, mehr ist nicht zu tun. Das heißt, jetzt haben wir so vielleicht 5 Minuten programmiert und jetzt haben wir schon ein komplettes Schreiben von 2 Fachobjekten in eine Datei. Ob wir die dann lesen können, sehen wir dann gleich. Aber jetzt können wir das Programm schon mal starten. Ich starte das hier mal und dann schauen wir mal auf die Festplatte. Müsste eigentlich durchlaufen. Oh. Müsste durchlaufen. Das hat der Professor wieder geschluckt. Das heißt, jetzt ist irgendwas verkehrt. Schauen wir mal, was. Ich habe hier eine Java IO Not Serializable Exception. Au, da habe ich also was falsch gemacht. Und jetzt sagt er hier, DETRO, VV und so weiter, Address ist nicht serializable. Vielleicht erinnert er sich noch, und zwar ist mir das genau hier beim Writen passiert. Wenn ich hier bei der Address schaue, naja, die ist ja auch nicht serializable, das hatte ich ja bewusst jetzt mal vergessen, absichtlich. Also machen wir die jetzt mal serializable. Implements serializable. So, zack, ich lasse das Programm nochmal laufen. So, jetzt ist es durchgelaufen. Wie gesagt, sehen, also immer wenn Sie eine Not Serializable Exception kriegen, haben Sie irgendwo den Marker vergessen. Häufig in Middleware haben Sie auch so ein Marshalling Exceptions, die deuten auf eine ähnliche Problematik hin. Also Marshalling oder Serializable Exception. So, jetzt müsste auf der Festplatte die wunderbare Datei, wie heißt sie, customer.ser zu finden sein. Schauen wir mal hier auf meine Festplatte, da ist customer.ser. Sie sehen hier, irgendwie steht hier was drin mit meinem Geröllheimer und meinem Customer. Also das heißt, man kann irgendwie erkennen, welche Objekte, welche Klassen drin sind. Sie sehen es hier, auf jeden Customer ist drin. Ein Long ist drin, sehen Sie hier. Vielleicht erkennen wir auch irgendwo unsere Adresse. Genau, Sie sehen hier, die DETRO und so weiter, Address ist drin. Also das ist so das Java-Binärformat. So habe ich sie realisiert. Und wie gesagt, so kann ich jetzt ein beliebig komplexes Objektgeflecht auf die Festplatte schreiben. Jetzt lesen wir das Objekt vielleicht wieder von der Festplatte, dass Sie sehen, dass das auch geht. In der Gegenrichtung. Input Stream in gleich Files. Punkt. New Input Stream paths.get customer.cust Customer.ser. Zack. Jetzt nörgelt er hier wieder, weil wir die Exception nicht gefangen haben. Jetzt machen wir uns das Leben ein bisschen einfacher. Code
surround with try catch. Also nicht so viel umschreiben. Jetzt bauen wir den natürlich noch ein bisschen um, machen wieder dieses try catch with resources. So, und jetzt können wir, und hier machen wir wieder so eine semi-gescheite Exception-Verarztung. So, wie wollen wir jetzt was lesen? Was brauchen wir da? Naja, das ist jetzt symmetrisch, das heißt, ich hätte gerne ein Object Input Stream OIN gleich New Object Input Stream in. Also genauso symmetrisch wie da oben. Und jetzt mache ich die Gegenoperation zu write. Das Ding wird wahrscheinlich read heißen. Das heißt, ich mache jetzt hier Customer read 1 ist gleich oin.read Object. So, jetzt mache er das natürlich nicht. Warum nicht? Weil das API schon sehr alt ist. Das heißt, Sie sehen hier den Input Stream. Ich kann es jetzt hier nicht irgendwie template, nicht mit Generics verarbeiten. Das heißt, jetzt muss ich hier leider casten. Das kann natürlich auch schief gehen. Customer OIN gleich read object und R2 ist read object. Jetzt gehen wir die beiden nochmal aus. S out R1 und den R2. Also auch da wieder Rückrichtung sehr, sehr einfach gemacht. Jetzt stört ihn hier noch was. Wahrscheinlich irgendeine Exception. Jetzt haben wir natürlich hier noch eine Exception, um die wir uns kümmern müssen. Das ist die Class Not Found Exception. Können Sie sich vorstellen, ich habe ja den Klassennamen in der serialisierten Datei mit drin. Und jetzt muss er natürlich er sucht den Klassennamen aus der serialisierten Datei und versucht dann ein leeres Objekt irgendwie zu instanzieren. Er braucht aus irgendwelchen Gründen nicht den Default-Konstruktor, soweit ich weiß. Aber jetzt müssen wir das hier noch abfangen. Ich mache jetzt hier aber mal mir das Leben leicht. Fackel jetzt hier die Class Not Found Exception einfach mit demselben Catch up, weil ich jetzt hier nicht an den Details der Fehlerwarnung interessiert bin. So, lassen wir es kurz laufen. So, und Sie sehen hier, das ist jetzt die Ausgabe Barney Geröllheimer, Birthday, Address und so weiter, ist alles da, was wir brauchen. Also genauso, wenn Sie es hier mal vergleichen, das sind in etwa die Daten, die ich auf die Festplatte geschrieben habe. So, was kann man jetzt noch, was ist vielleicht noch interessant bei dem Java serialisieren? Müssen natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass wir, dass es von dem Customer möglicherweise mehrere Versionen gibt. Das heißt, der Customer von heute ist ja eventuell ein anderer als der von morgen, weil da ein paar Attribute dazu gekommen sind. Das heißt, ich brauche sowas wie ein Kompatibilitätsbegriff. Das heißt, wann ist eigentlich, also ich muss sozusagen versionieren können, die Datensätze, die auf die Festplatte. Also ich habe die hier mal reingeklebt, die Serial Version UID, und jetzt kann ich sozusagen Kompatibilitäten deutlich machen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, also die Attribute, die Sie hier sehen, das ist der Customer Version 1, und wenn ich jetzt den schreibe und lesen will, dann funktioniert das wunderbar. Also jetzt durch diese Serial Version UID läuft das Programm nach wie vor prächtig. Also das passt. Was ich jetzt mal mache, ist jetzt kommentiere ich mal das Schreiben aus. Also jetzt liest der nur. Also bisher habe ich ja eine Datei gelesen und gleich wieder geschrieben. Jetzt tun wir mal so, als ob eine monstermäßige Evolution stattgefunden hätte. Und das Lesedingens will jetzt den Cast, der hat jetzt eine neue Version gekriegt. Was passiert dann? Das heißt, jetzt habe ich die Version mit der Version 1 auf die Festplatte serialisiert. Jetzt will ich mit der Version 2 von der Festplatte lesen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt kriegt er hier nämlich die Krise und sagt Invalid Class Exception. Das heißt, also Sie können sozusagen mit dieser Serial Version UID eine Kompatibilität festlegen. Also immer dann, wenn sich was Wesentliches ändert, dann machen Sie eine andere Serial Version UID. Wenn ich die wieder auf 1 setze, läuft es wieder durch. Sagen wir sowas wie eine Kompatibilität. Jetzt habe ich noch Folgendes gemacht, wenn Sie jetzt hier anfangen, Sie können jetzt hier zum Beispiel ein Attribut dazu bauen, das ist problemlos möglich. Also ich habe jetzt, Sie sehen, ich habe hier immer noch das Schreiben auskommentiert. Schreiben ist noch auskommentiert. Jetzt ändere ich mal den Customer, lasse aber die Serial Version UID gleich und sage jetzt hier nochmal Private String Hobby.
Also füge es, der kriegt jetzt einfach nur ein Hobby dazu. Das fülle ich einfach mit dem Default-Wert. Ist Punkt. Das will nicht so viel ändern müssen. Hobby gleich. Natürlich hat das Hobby Informatik. Selbstverständlich. Das Hobby Programmieren ist natürlich noch viel besser. Da hat ja jeder sozusagen. Und wir müssen das hier noch kurz in den in die Ausgabe mit reinbauen. Das auch was sehen. Last Name Hobby. Plus. Ne? Also jetzt habe ich ein neues Attribut ergänzt, das aber jetzt behauptet, das wäre alles kompatibel. Jetzt schauen wir mal, wie kommt denn Java damit klar? Jetzt würde ich sozusagen ein Custom-Objekt laden und die haben ein Attribut zu wenig. Schafft er das? Schauen wir mal. Und Sie sehen, er ist nicht abgestürzt und er hat das Hobby einfach null gelassen. Das heißt, wenn jetzt neue Attribute dazu kommen, können Sie durchaus noch alte serialisierte Daten lesen. Natürlich kommt er nicht mehr klar mit großen Strukturveränderungen. Also wenn Sie in der Vererbungshierarchie herumbasteln, wird er das nicht mögen. Aber wenn Sie ein Attribut dazu bauen oder vielleicht eins weglassen, probieren wir das nochmal kurz aus, dann muss er eigentlich damit klarkommen. Also jetzt haben wir eins hinzugefügt beim Lesen, das hat er problemlos verkraftet. Bauen wir das mal raus und jetzt montieren wir dem mal das Hobby wieder raus und streichen mal noch ein Attribut. Das heißt, der hat jetzt mal keinen Birthday zum Beispiel. Kann er das noch lesen? Starten das Programm wieder. Jetzt habe ich also den um ein Attribut kleiner gemacht. Also das Objekt auf der Festplatte ist jetzt ein größer als davor. Und auch das hat er jetzt problemlos verkraftet. Das heißt, und die Daten sind immer noch korrekt wiedergegeben. Das heißt, Sie können hier durchaus, ups, das mache ich nicht. Also ein Undo geht nicht. Muss man das Attribut nachher wieder erzeugen. Sie können durchaus Attribute hinzutun und wieder wegnehmen. Also das heißt, so eine gewisse Kompatibilität kriegen Sie hin. Also eine gewisse Evolution ist mit der Java-Serialisierung möglich. Was Sie hier noch gesehen haben vielleicht, der kommt mit beliebig verkabelten Objektgeflechten klar. Sie haben ja gesehen, der Customer hier hat ein Address und die konnte er problemlos, ohne dass wir was tun mussten, instanzieren. Und wenn Sie dem Customer noch diverse Maps und alles mitgeben, auch das schreibt er problemlos in jeden Stream, den Sie wollen. Java-Serialisierung ist wunderbar für Java zu Java, zum Beispiel wie in Java RMI, wurde es vielfach verwendet, aber auch bei Java RMI kann man unter der Haube zum Beispiel die Corba Data Records verwenden. Sehr einfach zu verwenden, haben Sie gesehen. Ich habe das innerhalb von ein paar Minuten zusammenprogrammiert gehabt, inklusive Serialisieren, Deserialisieren und Fachklassenbau. Das war also ein No-Brainer, haben Sie sehr schnell hingekriegt. Und Sie können beliebig komplexe Sachen abspeichern. Man muss natürlich immer die Weiterentwicklung von der Software auf dem Schirm haben. Also Sie müssen diese Serial Version UID, da müssen Sie sich wirklich drum kümmern. Und sobald Sie ein System haben auf einer anderen Plattform oder die Plattform-Evolution ist deutlich weitergegangen, also statt Java 4, Java 11 oder sowas, können Sie da Probleme kriegen. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil Sie dieses Binärformat dann irgendwie verhackstücken müssen. Deswegen machen wir jetzt im nächsten Video das JSON-Format, das ist sozusagen plattformübergreifend nutzbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.